So, wir stecken alles an Feuer rein, was geht. Alles an Eis rein, was geht. Alles an Blitz rein, was geht. Und kombinieren das gleich mit irgendwas, was XP bringt. Und Halleluja. Das ist wahrscheinlich total dumm, alles auf eine Karte zu setzen. So, gucken wir nochmal. Wo gibt's denn XP? Achso, nee, das war doch hier hinten irgendwas. EP Stufe 6? Na, das klingt wenig. Stufe 12. Stufe 8. Ja, hab ich nicht. Vier. Sechs. Zwölf. Boom. Doch, seit dem Kapitel, ja, da haben sich die Jungs an die Nacht gewöhnt. Seit diesem? Hä? Ist das so? Ist das kapitelabhängig? Das ist ja, das wäre noch crazier. So, hier, da ist XP drauf. Mal gucken, ob es das bringt. Werde ich mal gleich einfach mal random usen. Ist das, gibt es einen perfekten Moment, wo man das usen kann? Lieber bei Gegnern mit ganz viel HP oder wie ist da doch mal der Standpunkt? Oder ist das völlig egal? Hauptsache man schmeißt drauf. Meine 7 oder 8, ab da geht das. Ah, okay. Ja, creepy. Also nice meine ich, aber trotzdem creepy. Guck mal, es wird wieder hell und ich muss mich nicht mal ausruhen. Doch, sollte ich wohl. Guckt mal meine LP an. Das sieht gar nicht gut aus. Ui, das sieht gar nicht gut aus. Was ist mit Carsten los? And here we are. Zelten? I'm all sticky and gross. Ah, ich kann mir auch Buff-Food mal geben. Warum renne ich ohne Buff-Food rum? Bin ich doof? Gibt es doch irgendwas, was XP boostet? EP-Gewinn plus 20%. Bringt mir aber ganz viel Life-Rack. Also vielleicht ist es ja ganz cool. Komm, machen wir uns das einfach mal. Guck mal. So ein schöner Salat. So, meine lieben Freunde. Natürlich mit einer Prise Gitzerkraut. Warum auch nicht? Ich glaube, das ist für unser Chocobo. Isn't this Kentiana? Yeah. What? She was here, huh? She was. The photo would suggest so. Ach, okay, I see. Memory must be playing tricks. Ein Haufen Essen zur Auswahl. Oh ja. Wo soll man, was soll man da machen? Ich habe hier sogar noch eine Pizza Hollandaise liegen. Mm, die will nur von mir gegessen werden. Die wartet nur förmlich darauf. Yeah. Ja, ich hatte eigentlich beim Asiaten heute bestellt, aber irgendwie hat gebratene Nudeln mit Ente irgendwie nicht so geil geschmeckt. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Dachte ich mir, ja, RIP 13 Euro dafür schon mal. Aber die Pizza, die kleine Pizza Hollandaise mit Gyros. Ach, sie wird mich retten. Ich habe gewusst, es ist die beste Entscheidung, auf Nummer sicher zu gehen. Naja. Mein Geldbeutel. Er dankt mir auch dafür. 20 Euro. Ciao. Ja, ich bereue es ein bisschen, tatsächlich. Das war nicht so nice. Geldbeutel weint nur. Immer. Nein. Wir drehen den Spieß um. Ich hab Geld. Leute, ihr müsst euch immer sagen, dass ihr Geld habt. Und nicht, dass ihr kein Geld habt, sonst werdet ihr kein Geld haben.
What's the plan? The law of attraction. Das Gesetz der Anziehung, meine Damen und Herren. Werde wohlhabend, reich und so weiter und so fort. Genau. Bringt übrigens nichts, wenn man nicht daran glaubt. Wenn man das so ein so oft, man will zu sich sprechen, dann wird es nichts bringen. But one day, I will conquer it. There are generators that fortify Magitek troopers. Take them out, and the enemy won't be nearly as fearsome. Let's go. So, muss ich mich hier eigentlich gut anstellen? Eigentlich nicht, oder? Ich kann da direkt hier Hardcore-Halleluja machen, oder? Hallo? Seid ihr meine Freunde? So they're sleeping? Take care to avoid detection. If a trooper is alerted to our presence, it will awaken its fellows. Wow! Da habe ich gedacht, ich kriege jetzt einen Bluescreen. Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Wieso kann ich nicht keine 3 Kinder haben und 3 Geld? Oh Mann. Ich weiß nicht, wieso der ist stumpf, aber irgendwie ist er lustig. Ich glaube, ich habe ihn schon mal gehört, aber irgendwie trotzdem nice. Gefällt mir. Warte mal. Da war gerade Warp ausschalten zur Auswahl. Gib ihm. Ja, was soll's. Warte mal, war das nicht eine Level 38 Mission? Ich wollte gerade sagen, warum sind dann Level 8er Soldaten? Aber diese hier, die kann man ja ganz gut zerhacken, sehe ich gerade. Boah. Boah, oder die zerhacken mich. Geht auch natürlich. Hallo? Aber sonst geht's denen allen gut, oder? Oh shit, das war dumm. Der gute Homer. Ach so, von Simpsons ist das. Ah, habe ich nie aktiv geguckt. Hatte ich mal mir mal fest vorgenommen, das mal zu machen. Zumindest die ersten paar guten Staffeln. Ich habe ja gehört, seit vielen Staffeln ist Simpsons leider nicht mehr so gut. Sondern eher am Abklingen, wie soll man sagen. Die kleinen. Abstieg. Abstieg der Serie. Keine Ahnung. Mir fällt das passende Wort dazu gerade nicht ein. Bin ich was? Bin versteinert? Say what? Habe ich auch irgendwas dagegen? Warte mal. Ich habe nix. Also, außer Allheilmittel, um mich da zu heilen. Miese, Liese, ja. Oh, dann mal breche ich jetzt wieder Level ab. Noch Oh, das ist nice. Das ist nice. Habe ich gesagt. Woo! Boah, Onyx Ducks, just subscribe. Vielen Dank für dein Abo. Und sorry, wenn ich den Namen gerade voll verkackt habe. Lieber Dax. Ja, nice. Ich konnte wieder nichts drücken. Mit Twitch Prime. Oh yeah. Muss mal sein. Hab dein FF8-Display geschaut und damit 100% Run gemacht auf Steam. Oh, very, very nice. Ich hoffe, es hat gefallen. Wobei, habe ich in meinem FF8-Display überhaupt alles 100% gemacht? Habe ich auch die Karten gemacht in meinem Run? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn, dann aber auch nicht alles. Weil ich hätte, glaube ich, dann ein bisschen am Ende dann was von der Kartwing geholt, oder? War das nicht so? Falls ich es überhaupt nur meine Spell gemacht habe, ich weiß es gar nicht.
glaube, das habe ich da vernachlässigt. Bin mir nicht ganz sicher. Remaster zumindest. Ah, okay. Alright. Das Remaster hast du gesehen. Okay, 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 doki. Ja, ja, da habe ich mir das am Ende von den Dings geholt. Von der Card Queen. Heads up, Noct. More incoming. Didn't expect to meet again so soon, Highness. 1000 Fights und die ersten 3 DS hattest du nicht. You were foolish. Aha! Jetzt bleibt aber nur noch 1000 Fights, glaube ich. Ansonsten habe ich jedes Achievement. Ich hatte ja extra das Spiel dann. Also, ich habe den Achievement ja nicht bekommen für Quetzalcoatl und Ifrit. Aus irgendeinem mysteriösen Grund, warum auch immer. Aber dann habe ich das Spiel nochmal neu begonnen nach dem Let's Play quasi. Und dann, ja, habe ich mir nochmal Quetzalcoatl und Shiva geholt. Und dann war es, glaube ich, auch erledigt. So, aber die 1000 Fights fehlen mir dennoch. Aber irgendwann mal in sehr näherer Zukunft werde ich sicherlich nochmal spielen. Aber dann nochmal ganz, ganz fluffig. Ja, die waren verbuggt, weil das Spiel erst einen Tag raus war. Ja, lol. Oh, die sind böse. Die Assassinen Nummer 3. Die sind... Au, 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 au. Oh, hi there, opening. 1000 Fights sind auch nur Grind. Ja, und ich finde, das Grinden hat man in Final Fantasy 8 gar nicht nötig. Was? Kommt hier noch was? Ich glaube... Oh ja, doch, da kommen noch welche. I'm ready! Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, dass mir das Ding auf den Kopf fällt. Mahlzeit. Oh, hi there, opening. War einfacher als beim Original. Ach so, stimmt. In der Originalversion von FF8 auf Steam, da stimmt. Da musste man mehr Sachen machen, um 100% zu erreichen. Da gab es viel mehr Achievements. Zum Beispiel auch unter anderem, dass man das Spiel auf Startlevel durchspielen musste. Ja, 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 ich erinnere mich. Stimmt, das war ja wirklich einfacher. Oh ja, die Random-Regel. Da habe ich vorhin nochmal tatsächlich was zugesagt. Und Sudden Death. Und dies und das und same und plus und minus. Und geteilt und mal. Wisst Bescheid. Oh, warte mal. Stimmt ja. Ich wollte ja auch mal sowas hier usen. Ich habe das Gefühl, das war nicht so viel XP. Ich habe mehr erwartet. Sind wir durch? Was? Da kommt ja immer noch was. Moment, bevor mir das wieder auf den Kopf fällt. Ey, ich kann ihn nicht anvisieren. No shit jetzt. Exekutive. Ach so, warte mal. Hä, wohin mit seinem Leben? Hä, was macht er da? What is he doing?
Also, plus Same und Wall geht eigentlich klar, wenn man ein bisschen aufpasst. Plus Brain ist die Schlimmste. Ach ja. Wenn man einmal dahinter gekommen ist, geht's. Aber... ich kann's bis heute nicht. Ich hab's aber auch fairerweise immer nur in meinen Streams probiert, ja. Come on. Muss mich damit ein bisschen besser auseinandersetzen. Dann klappt das irgendwann vielleicht. Vielleicht. XP! Ich mache Eis, die machen Feuer. Good one. Nee, der Pfeif kann ich halt auch nicht. Mahlzeit. Was ist das denn? Oh, das war dumm. Ey, jetzt muss ich mich langsam mal zusammenreißen, ne? Heiltränke sind bald alle. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, das will die Waffe gar nicht benutzen, aber Mahlzeit, dankeschön. Wehren Sie uns wieder. Oh yeah, nice, niedergeworfen. Das ist doch geil. So, jetzt muss ich jetzt erstmal lesen. Huch, helfen? Ignis helfen? Kann ich Ignis helfen? Ignis, helft dir. Bruder. Bruder! So, jetzt wird das FF9 als nächstes gestartet. Mal schauen, ob jetzt... was? Jetzt Bock... oh, auf das Kartengame von FF9? Ja, Brudi! Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Da blicke ich nämlich gar nicht durch. By the way, am 4. Dezember kommt ein Doppelpack raus mit FF7 und FF8 Remaster. Hä? FF8? FF7 Remaster auch? Ein FF7 Remaster? Nee, ne? Das bestimmt nicht. Nein, falscher Gegner. Doch, FF7 Remaster und FF8 Remaster. Hä? Es gibt doch gar keinen FF7 Remaster. Oder doch? Ach. Ja, Mahlzeit. Hä, aber wo kommt das raus? Ein Doppelpack raus mit FF7 und FF8 Remaster. Wozu braucht... also... wenn es ein geiles, nices Angebot ist, dann werde ich es mir vielleicht holen, wenn es für die Konsole ist. Ja, doch. Einfach nur, um FF8 auch vielleicht nochmal für mich so oder so durchzuspielen. Auf der PS4 mal. Ich hatte sowieso schon mal überlegt, mir das zu kaufen. Gladio.
Ja. Noctis, willst du jetzt... Ja. Noctis will chillen. Ich habe keine Heiltränke mehr. Okay. Good one. Ja, das ist auch good one. Wie oft soll mir das jetzt noch passieren? So. Hui! Ein Vorgeburtsgeschenk. Die PS4-Fassung ist auch das Remaster, oder? Hat auf jeden Fall Speed-Funktionen, wenn das kann. Achso, nee, das ist kein Remaster. Das ist ja einfach nur die Steam-Version, die auch für Switch scheinbar rauskommt. PS4 gibt's sie ja eigentlich schon. Deswegen keine Ahnung, was das für ein Doppelpack sein soll. Wahrscheinlich nur beide Spiele für einen Sonderrabatt oder so. Hier, 39 kosten? Was? 40 Euro? Jesus Christ. No comment. Auf was? Der Switch? Hi there, opening. Nur ein bisschen teuer für 20 Jahre alte Spiele. Ja? Das sehe ich aber genauso. Ey. Ich muss den irgendwie stürzen, den Gegner. Ist langsam nicht mehr lustig. Ah, das. Genau das. Genau das! Mehr will ich doch gar nicht. Oh, das ist so lame, Alter. Ich frag mich ab und zu, von was ich Schaden kriege. Das kann doch aber nicht wahr sein. Ja. Ja, leider. So ein bisschen, ne? Das Remake, das Remaster ist ja so genommen auch so ein bisschen so ein Witz, ja? Noch ein Finale, Lexi! Woo! Das Remaster war leider ein bisschen enttäuschend, aber naja. Passt besser als nichts. Aber der Preis, naja. Well... Okay, I'm alive. Knocked. Our business here is concluded. Let us go. Bitte darum. So. Where shall we go? Sag mal, das haben wir hier schon gemacht, oder? Was haben wir gemacht? Abenteurer einer fremden Welt? Ich bin mir sicher, wir haben eins von den beiden schon gemacht. Oder... ich habe auch schon beides gemacht. Ich weiß gerade gar nicht. Blitzbomber. Ja, bis ich da angekommen bin, ist Weihnachten vorbei. Ganz bald im Golden Key schlafen gehen oder in Altisha. Ja, das mache ich definitiv.
Hätte man so viel rausholen können, dann machen Modder teilweise bessere Arbeit. Traurig, aber wahr. Zum Beispiel, was die Hintergründe angeht. Mein Gott, Leute. Bei Square, ihr könnt doch auch einfach einen AI-Scaler nutzen. Ja, den gleichen, den zum Beispiel die Modder benutzen. Und let's fets, tauscht die alten Backgrounds gegen die neuen aus und alles ist Gucci. Warum das nicht gemacht wird, das ist echt eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da schon versucht, mit meinem Cousin drüber zu diskutieren und ich kann einfach nicht aufhören, mich darüber aufzuregen. Aber vielleicht steckt da irgendein ästhetischer Grund hinter, den ich nicht verstehe oder nicht nachvollziehen kann. I don't know. Safe and sound. No mistake in the smell of chocobos. Okay, Mahlzeit. Uff. Was ruckelt das denn jetzt hier? Sonst geht's hier aber gut. Oh mein Gott, Alter. Warte mal, wie lange spielen wir schon? War ja mal ab hier. Ich meine, wir haben Autosaves. Ich weiß, aber. Sicher ist sicher. Gewitter über dem Malachi-Hügel. Sieht gut aus. Wie lange sind wir live? 1:29. Hey, du. Das hört sich doch gut an. So, es muss Nacht bleiben. Deswegen gucken wir mal. Können wir hier eigentlich auch schlafen bis zur Nacht machen? Oder warten bis zur Nacht? Oder irgendwas machen? Ja, nee, damit ist mir jetzt nicht geholfen. Am Refugium könnte ich das machen. Scheiße. Bei Mist. Das kommt mir jetzt gar nicht gelegen, dass es wieder Tag ist. Ich habe gedacht, ich habe vielleicht noch ein bisschen Zeit. Huch. Hier ist aber noch irgendwas, was ich machen kann. Wurzel des Erfolgs. I can get more paying customers, I can look after my birds better. That's a fact. Ach so, du brauchst Darkness. Oops. Alles gut. What'll it be today? Grab some grub before you go. Ortsinfos. Ja, war's das? Dankeschön. Speisekarte. Grub it is. What can I get you? Oh. How about some geesalt chips for the road? Nope. Gewitter über dem Malachi-Hügelland. Können wir auch machen. Ist auch nachts. Ne, abbrechen? Achso, ne, ist aktiv. Achso, Tyrannei. Das sieht Tyrannen-Behemoth. Ich glaube, das könnte spannend werden. Willst du eigentlich mit Lösungsbuch oder sowas? Ne, ne. Ne, ne. Einfach so. Ohne alles. Hallo? Habe ich keine Wurzel oder was ist das Problem jetzt? Kann das sein, dass ich es irgendwie schaffe, jedes Mal dieses Aufgaben? Hä? Wartet mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich rede immer mit ihm, aber ich muss. Guck mal. Genau. Ich rede mit ihm, aber ich muss gar nicht mit ihm reden, sondern Aufgabe drücken. Aber ich habe es ja gerade gemacht. Guck. Jetzt gerade eben stand da Aufgabe und ich habe A, drück A und alles ist Gucci. Alter, das ist doch bescheuert. Ja, wie trigger ich das denn jetzt? Aufgabe. Was ist das für ein vercrackter Winkel? Hä? Oder, nee, warte mal. Aufgabe bezieht sich auf das, was da steht, oder? Also entweder habe ich die Wurzel nicht oder ich check einfach mein ganzes Leben nicht. So, jetzt reicht's. So ist das Spiel gerade so ruckelig überhaupt. Also das ganze Game ist gerade bei mir am Laggen. Was ist denn los? Hä? Ist hier jetzt irgendwas passiert? Grad. Also für die ganze Zeit schon. Hä? Womit hat es denn zu tun? Was meckert das Spiel denn jetzt so rum? Das Gefühl, es wird einfach immer schlimmer.
Hallo. Ich glaube, ich speichere mal ab, bevor mir das Spiel gleich abbraucht. Ich habe das Gefühl, irgendwas Böses ist im Busch. Naja, überspeichere mal alles. Interessiert mich nicht. Check ich nicht, egal. Vielleicht muss ich hier auch einfach weggehen und alles ist Gucci. Hat niemand gesehen. Aha. Glaube ich nicht. Tja. Ja, wo ist denn das Problem? Guck mal, AMD-Software. Boah, Alter. Meine Grafikkarte ist ja... Ausnutzung. 99%. Wow. Sag nicht, meine Grafikkarte struggelt hier gerade aus irgendeinem mysteriösen Grund. Doch, tut sie. Alter. Und sie, meine Grafikkarte hat verbraucht gerade 177 Watt. Chapeau, dass ich mir nochmal ein 750 Watt Netzteil geholt habe. Jo, was geht denn? Warum? Was ist denn jetzt hier so graphic intense? Also T-RAM ist egal, habe ich genug. Game strapaziert das nicht ganz aus. Ich könnte versuchen, das auf hoch zu setzen. Das könnte meine Last verringern. Oh doch, das tut's auch. Boah. Leute, das Game, das raucht selbst meine Grafikkarte. Das Game raucht meine Grafikkarte. Also, Schattendetails. Schön mal auch hochsetzen. Ist gut genug. So, wie komme ich schnell nach da oben? Nach hoch. Ich habe bestimmt eine Abkürzung. Moment. Hier, dieser Parkplatz. Da war ich doch bestimmt schon mal. Jawohl! Düsen. Jet-Modus vorbei. Ich merke, ich gehe in Loadscreen und dann... Jetzt gleich, wenn der Loadscreen vorbei ist. Ach komm, hat gerade eigentlich... Hat Style. Time to meet the Chocobos. Calm and carefree. Let's go. Alter. Aber wenn ich mir das hier so angucke, das Spiel sieht aber auch echt krass anders aus als auf Mittel, muss ich wirklich sagen. Also jetzt gerade, wo die Schatten nicht mehr auf maximal sind, habe ich das Gefühl, irgendwie sieht das nicht ganz richtig aus, aber dennoch, wow, krass. Ich weiß nicht, wie viel Detail da durchsickert, wenn man das Ganze noch auf Twitch guckt. Hallo? Ja, genau. Springen einfach... Hilfe? Was ist denn da? Spring darüber! Alter! Das Game ist doch einfach nur ein Bugfest. Oh, Nalikwit, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. The hunt is on. The port ought to be around here. Salvaged, only to be discarded. Let's scour the area. Oh, gegen die will ich kämpfen. Die sehen cool aus. Let's fetz! Biggie, look out. Oh, ich habe meine Königswaffen wieder ready. Und Exekutive natürlich verkackt.
opening. Ich muss den anderen... Oh, der ist tot. Never mind. Ach so. Ich wollte mir noch Heiltränke holen. Das machen wir gleich direkt als nächstes. Wenn wir die Gelegenheit haben. Stimmt, scheiße. Sonst sind wir ja richtig im Popo. Ja, das ist alles nicht so cool gerade jetzt. Habe ich gerade voll vercheckt. Kann mich denn keiner daran erinnern? Jo, Bruder. Das war krass. Entschuldigung. Oh, MP-Stase. Moment. Ich verstehe diese Mechanik nicht. Warum man sich irgendwo hinwarpen soll an irgendeinen Gegenstand und dadurch wieder volle MP erhält. Ist seltsam. Weiß ich nicht. Aber was soll's. Wenn das Spiel dazu will. What's what? I've come up with a new recipe. Oh, nice. Can't wait to try it. Kleigner Geflügelreis. Mhm. Was? Sexhamreis? Hab ich's richtig gelesen? Geil. Muss super schmecken. This has gotta be it. So, super Lada. Let's head back and have Cindy get to work. So, wunderbar. Dann Regalia. Oh. Ich hätte hier eine Quest abgeben müssen. Nein. Very gracious. Egal, was soll's. She must really like us. Less us and more the regalia. Shoppen? Kann ich irgendwo shoppen? Kann ich nicht shoppen? Nein. Like I said, let him dream. Lass mal irgendwo in irgendeine Town kurz. Egal wo. Nein. Da wo Direktreisen zumindest geht. Salom? Wenn ich egal wo. Kann auch einfach nur eine scheiß Tankstelle sein. Brauch nichts Wildes. Ha. Und, wie ist bei euch? Seid ihr noch wach? Habt ihr noch ein wenig Lust zuzuschauen? Oder sagt ihr, mein Gott, wir sind so müde. Lasst uns endlich in Ruhe, Shardox. Geh ins Bett. Ja klar, voll wach. Wunderbar. Hey, who's up for a bite? Ist ja noch nicht ganz so late, Oren. Ich bin noch wach und fleißig. Wunderbar, das lobe ich mir doch. So, da werden erstmal 99 Tränke geholt. Dann noch 20 Phönixfedern. Oh Gott, das macht mich arm. Bis zum geht nicht mehr. I hate my life. Uff. Uff. Thank you. Wird mir geschrieben. Normalerweise habe ich mein Handy immer auf stumm, aber ich hatte auch irgendeinen Grund, das nicht zu tun. Huch. Ach. Wow, was für eine Nachricht, toll. Oh, und Basti hat mir eine Sprachmemo geschrieben. Muss ich mir nachher mal anhören. Sprachmemo geschrieben, checkt ihr? Ey, ich fühle mich immer so hart getrollt, wenn das passiert. Ich auch. Oh, was macht denn die Ika? Hätte ich vorher nicht gesagt, dass man Geldmangel herrscht? Dass Geldmangel herrscht? Ja, wir hatten vorhin das Thema Geld. Aber wir sind alle wohlhabend, Leute. Reichtum ist mit uns. Oh, es ist 20 Uhr.
Und, ja, wir könnten theoretisch uns... Ich habe maximale Feuerkapazität. What's going on? Wir können auch hier einfach warten, dann ist es schön Nacht. Bis morgens warten. Let's do this. Ah, nee, warte mal. Wir zelten einfach, dann können wir wieder Buffwood usen. I'm all sticky and gross. Hallo. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wer hat Hunger? Gönnt euch. Ist genug für alle da. Ignis hat irgendwas gelernt, scheiße. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Gentiana again. Where? What? Where? When was she? Where? She wasn't. This time I'm sure of it. Wo ist sie? Wo ist sie? Finde Gentiana. Wo ist Gentiana? Ah, found it. Perfect timing. Hey, knocked. How's about we go fishing tomorrow? What's this all of a sudden? Well, the Vesper pool nearby. Home to the Liege of the Lake. Liege, huh? Tell me more. It's a veritable monster. No one's ever reeled it in. I'm intrigued. Now, what is that, man? You should be. The thing's freaking legendary. Well, wanna go catch this sucker? Yes. Spontane Planänderung. Yeah, I do. Royalty's got wir gehen angeln. Royalty. Am I right? Gucken wir mal, ob wir irgendwas Tolles bekommen. So, when you want to do this? Now? Yeah, sorry, gonna have to sleep on it. His lordship appears only. Ach so, okay, alles klar. Kein Nachtangeln für uns. Dawn, huh? Well, is for a worthy cause. Then tomorrow it is. Bright and early. Yep. Auf Russisch würde sagen, Gdje Gerbert, Gdje Gerbert. Weil die sagen eigentlich kein, also sie sprechen das H nicht aus angeblich. Obwohl X finde ich das russische A. So man, Хорошо. Хорошо. Хорошо, wie auch immer. Und irgendwie sagt meine, also eigentlich, ja, meine Eltern sagen immer, es gibt kein H im Russischen nicht. So, doch, das X, ja, es klingt wie H, aber es ist kein H. Ich so, ja gut, meinetwegen, aber, ne? Right. Herbert, die sagen statt Hand, sagen die Gans. Yeah. Also, klar, können auch Hans sagen, aber wenn meine Mutter Namen, die deutsch mit H geschrieben werden, ausspricht, dann kommt dann immer ein G raus. Also anstatt Herbert Gerbert, statt Hans kommt da Gans raus und warte mal, was haben wir noch lustige Sachen? Aber Himmel sagt sie, statt Gimmel. Naja, Gimmel wäre auch witzig. Naja, was soll's, egal. Vergesst es. Aber wenn ihr die fragen wollt, wo Herbert ist, Gdje. Gdje ist gut. Ganz einfach. Gdje. Gdje Gerbert. So einfach. Gimmel, genau. Gimmel! Der Streifzug schlägt fehl, wenn du mit den Angeln aufhörst, bevor du den König des Vesperspiegels gefangen hast. In diesem Fall musst du noch einmal von der Lagerstelle beginnen. Okay, das ist super mies. Ach ja, die Außenseiter, die waren cool. Ja! Ist nur die Frage, ob die heute noch genauso cool wären. Ich meine, wir sind ja auch alle älter geworden. Da darf man sich davon natürlich auch nicht... ne? Das muss man natürlich auch in Kalkulation dazu ziehen, aber... Für die Zeit waren sie lustig. Keine Frage. Not. Stop reeling.
Wow, you did good. Wenigstens macht jemand noch wieder aus. Ja, ich frage mich, wie es ihm eigentlich geht. Er hatte mal ein Video gemacht, wo er sagte so, es geht um was Ernstes, er hatte irgendeine Krankheit. Ich weiß gar nicht, was für eine Krankheit das war. Irgendwas, glaube ich, auch mit den Gelenken, dass er irgendwie immer alles wehtut und zwar total höllisch. Er hatte mal irgendwas erzählt. Das war das letzte Video, was ich von dem gesehen habe. Tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch schon mehr als ein halbes Jahr her, wenn nicht länger. Keine Ahnung. Und das war wohl nicht dieser Königsfisch, oder? Okay, das war schon. Nice. Mahlzeit. Hallo, will keiner anbeißen? Gibt's auch nicht. Hier. Der Fisch ist ein bisschen weiter am Rand. Ah ja, guck mal, da werden die schon ganz anders hier, die Fische. Ah, oder auch nicht. Die denken sich, I don't give a fuck. Ja, okay, dann nicht. Ach, come on. Warte mal, vielleicht brauche ich einfach anderes Zubehör. Also erstmal möchte ich neue Seide. Dann kann man nochmal gucken, ob ich irgendwas finde, wo ich den anderen Fisch eher holen kann. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist er ja irgendwo hier drin. Ich denke mal, das ist so ein ganz specialiger Fisch, den man auch fangen kann, ohne ja, ohne einen bestimmten Köder zu haben. Denke ich. Irgendwie hat das mit Leviathan immer so gut funktioniert. Vielleicht benutze ich einfach mal den. Aus Spaß. Warum auch immer. Er macht momentan sehr viele Challenges und Experimente mit Essen aus aller Welt, Süßigkeiten, Trinken und vieles mehr. Also ich denke, es scheint ihm wieder besser zu gehen. Ah, okay. Das ist interessant. Irgendwie hat sich das angehört, als wäre das schon irgendwie was sehr, sehr Ernstes und... Crazy. Aber gut, wenn er es überstanden hat. Why not? Hört sich gut an. Also ich glaube, ich schaffe die Mission nicht. Jetzt mal ohne Shit. Ich weiß nicht mal, wo ich angeln muss. Ich weiß nicht, ob es der gelbe Fisch ist. Oder einer von den blauen. Kann ja auch sein. Easy. So, was haben wir da? Show me. Nice. Huch, ist das der oder was? Lotus Blaukiemling. Oh, guck mal. Gladius lobt uns zwar, aber ich glaube nicht, dass es der richtige war. Ich glaube, es ist wirklich der gelbe. Komm, schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. 2S. 2S, 2S, 2S. Ich glaube, das wird nichts. Oh, doch. Wow. Amazing. Oh, we got a big one. Mein Gott. Scheint hier echt ein Mods-Ding zu sein. What's going on? He's off on the reeling. Oh mein Gott, voller Konzentration hier. Focus. Ja, ich konzentriere mich schon. Look at the size of that thing. Aber ja, das hat er schon seit 4 Jahren schon. Sie ist gerade auf YouTube und das war vor 9 Monaten das Video. Ah, okay, alles klar. Guck, siehste. Okay. Aber das ist er doch nicht, oder? Ein Goldwels?
Ich meine, der ist ganz nice, aber das ist doch nicht der Fisch. Das ist ja nicht die Königs-Vespa-Dings-da-Bums da irgendwas. Alter. Oh, warte mal, das bringt nichts. Ich brauche neues Equipment. Verkackt die Mission gleich. Ich sag's euch. Gar nicht gut hier. Ja, ciao. Okay. Das Ding ist, glaube ich, gar nicht so königlich. Hey, den Fisch kann ich doch nur morgens fangen, oder? Ist es jetzt irgendwie unendlich morgens, solange ich diese Mission mache? Fragezeichen. Hier, komm, lass dich einfach fangen. Und alles wird gut. Great job, Noct. Ist es doch. Ist es das? Ist es das endlich? Komm. Nein, ist es nicht, Mann. Fels Barramundi in dein Mundi. Fahr. Ey, bra. Was soll ich denn machen? Fangliste. Ich muss wohl einfach weiter angeln. Jo, bei dem. Der hat richtig Bock. Jo, jo. Der ganz schöne Ausreißer. Schimmerblau, Chiemling. Yeah. So. Ich versuche euch gerade wirklich nicht in den Schlaf zu wiegen, meine Damen und Herren. Mit der kleinen Angelsession hier. Aber ich glaube, das ist genau das, was passiert. Ich glaube, morgen spielen wir mal was Actiongeladenes. Wo es richtig abgeht. Oder einfach Tomb Raider weiter. Who knows? Oder gar irgendwas ganz anderes. Müsst ihr mir sagen, worauf ihr Bock habt. Ciao. What? Can't you catch us something bigger? Talk about backseat fishing. Backseat fishing. Was ist eigentlich los schon wieder mit meinem Husten hier? Heizungsluft hier oder was? Kann gut sein. Komm schon. Was hast du noch so für Spiele? Och. Ach, hör auf. Ach, genug. Kingdom Hearts 2. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich mir nicht antun. Oder vielleicht doch? Boah, das ist viel zu intens. Aber ich glaube, so schwer ist der Boss gar nicht, den ich letztes Mal so versucht habe. Kann man wieder Voice machen. Ja, kann man sich überlegen. Mal gucken, wie ich da lustig bin. Ach, irgendwie nervt mich das gerade hier gerade. So, hier gerade. Vielleicht nochmal einmal das gerade dranhängen und dann wird es noch besser gerade. Immer glaube ich nicht. Jetzt beiß an! You're fishing up a storm. Ja. Das wird nix. Nice. Wow, toll. Ey, Leute, was mache ich falsch?
Wie kriege ich diesen Kackfisch raus? Irgendwas muss ich doch bestimmt ändern. Ich muss doch nicht den ganzen See hier leerfischen, oder? Ach komm! Das denke ich mir auch. Ich brauche einen anderen Köder, das kann nicht sein. Kann doch wohl nicht wahr sein. Leuchtbrasse. Nee. Also das wäre mir vom Namen her übel aufgefallen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. König von Vespa, irgendwas. Wenn ich das hier sehen würde, wäre auch alles gut. Aber ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Köder, der dafür Ach. Ich muss wahrscheinlich das Ding einfach leerfischen. Komm, hier, machen wir den hier. Ich habe das Gefühl, mit Leviathan funktioniert immer alles. Super dupe. Dann nicht, ey. Leute, soll ich jetzt einfach abbrechen? Ich weiß nämlich nicht. Aufhören zu angeln. I don't know what to do. Das ist doch, ich habe da jetzt ehrlich keine Geduld für. Ich habe gedacht, wir angeln mal eben ganz kurz, mal eben. Aber das war... Das war jetzt purer Scheiß. Ja. Danke fürs Time-Wasten, Game. Finde ich super nett. Jo. Nee. Karte. Da will ich eigentlich hin. Easy now. Wie haben wir es denn? Ach. Gleich haben wir 12. Wo laufe ich gerade hin? Richtige Richtung? Richtige Richtung. Kann ich mir das nicht einfach... Klar, kann man das auf jeden Fall marken. So. Und schon ist alles Gucci. Gleich Mitternachtsstimmung. Ja. Für mich ist das jetzt gleich wahrscheinlich auch schon die Endstimmung. Denn ich glaube, ich bin so langsam fertig mit dem Tag. Und dann kommt der nächste. Hatte jetzt nicht geplant, morgen wieder um 12 Uhr oder so aufzustehen. Schon ein bisschen früher. Dann geht morgen die Show weiter. Auf jeden Fall. Morgen früh gibt es sicherlich einen Stream von mir. Wieder so, ja, keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich schätze mal so um 11 oder um 12 fange ich dann an zu streamen. Vielleicht, wenn ich richtig krass bin, auch um 10. Okay, wollen wir es nicht übertreiben. Aber kann ja sein. Maybe. Aber bis 9 Uhr denke ich mal, penne ich einfach mal. Ey, das kann ich mir nicht antun. Das kann ich mir nicht antun. Das geht nicht. Völlig ausgeschlossen. Aber wobei... Now this is a funny place for you and me to meet. What are you after? Knew you'd ask. Vespergar. But I'll be damned if the cagey devil ain't biting. Oh nee, das ist wieder eine Angelquest. Nein. You think better than a man who's been fishing since before you were knee-high to a guppy? Yeah, I can. Maybe I'll get lucky. All right, my boy. You're on. But don't wet your pants when he starts fighting you. Ja, ich piss mir auf jeden Fall in die Hosen. Der Meister des Meisters, einen Spiegelhecht fangen. Ja, komm, klasse. Da habe ich jetzt richtig Motivation für... Ich
Ich meine, wir können das jederzeit wieder machen. Oder überhaupt jederzeit machen. Ich komme vielleicht in einem Moment nochmal hier zurück. Hätte ich mir auch fast denken können, dass hier eine Quest zum Angeln ist. Ach du, warte mal. Vesperspiegel, Westufer. Ah ja, ist ja auch hier Vesperspiegel, Ostufer ist das. Vielleicht hätte ich ja hier den König fangen können. Na, was soll's. Hat er ernsthaft gesagt, don't wet your pants? Hat er. Okay, gut, alles klar. Meine Lieben, ich würde sagen, dann machen wir für heute jetzt erstmal ein kleines Päuschen hier an dieser Stelle und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Final Fantasy 15 oder anderen Projekten wieder. Wahrscheinlich kommt morgen früh dann erstmal was anderes, aber ich lasse euch nicht allzu lange warten, ne? Gut, alles klar. Video auf YouTube, gerne mal ein Like da lassen, Kommentar, würde mich auf jeden Fall freuen und ja, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Allen anderen hier im Stream, natürlich eine wunderbare Nacht und auch natürlich den Zuschauern später auf YouTube, falls ihr das in der Abends irgendwann mal schaut. Euch dann auch gleich gute Nacht. Ansonsten schönen Tag, guten Morgen oder irgendwas anderes.